Im Prüfinstitut wird Toast ausgestochen. Auf dem Programm steht die Prüfung des Grills bei einer Mikrowelle mit Grillfunktion. Wie gleichmäßig schafft das Gerät es, das Brot zu bräunen? Nach 2,5 Minuten ist klar, ein verbrannter Spot ist umgeben von blassem Toast. So schlecht wie die Caso Design MG25 grillt kein anderes Gerät im Test. Wer eine Mikrowelle kauft, muss viele Entscheidungen treffen. Mit Grill oder ohne? Mit Drehteller oder Keramikboden? Mit Invertertechnik oder konventionellem Magnetron? Zum Test sind 6 Mikrowellen mit Grillfunktion und 11 Solo-Mikrowellen angetreten. Alle mussten beispielsweise Wasser erhitzen, Kuchen zubereiten und Hackfleisch auftauen. Auch mit einer solch simplen Aufgabe hatten manche Geräte Probleme, etwa die Mikrowelle von IKEA. Nach Abschluss des Auftauprogramms tauchen 15 Temperatursensoren in den genormten Hackfleischblock. Hier ist offenbar nicht alles gleichmäßig aufgetaut. Bei der genaueren Untersuchung zeigt sich, während ein Teil des Hackfleischs schon angegart ist, sind große Teile noch gefroren. Geräte mit Invertertechnik versprechen ein gleichmäßigeres Erhitzen. Doch die Inverter-Mikrowelle von Panasonic taut Hackfleisch auch nicht besser auf. Mikrowellengeräte mit Grill mussten sich zusätzlich beispielsweise an Kartoffelgratin versuchen. Von blass und flüssig über blass aber gegart bis knusprig braun und gar war alles dabei. Auch die Zubereitung eines Grillhähnchens gelang im Test nicht jeder Mikrowelle. Bei der Caso Design MG25 bleibt das Hühnchen nach 70 Minuten Gardauer recht blass. Ihr Grill erhitzt das Gargut nur lokal im hinteren Bereich. Auch beim Hähnchen ist die MG25 damit das Testschlusslicht. Eine Röstplatte ist bei den Geräten von LG und Bauknecht dabei. So soll der Boden von Tiefkühlpizza knusprig werden. Auch Bacon gelingt damit. Geräte mit Keramikboden hatten im Vergleich zum klassischen Drehteller in unserem Test weder Vorteile beim Reinigen noch beim Garen. Im Gegenteil, keine der 3 Mikrowellen mit Keramikboden überzeugte bei der Mikrowellen- oder Grillfunktion. Beim Kauf ist auch das Handling ein wichtiger Aspekt. Sensortasten und zahlreiche Automatikprogramme versprechen zwar Komfort, im Alltag schneller eingestellt sind aber meist Mikrowellengeräte mit einem Drehknopf. Welche Mikrowellen gut und günstig sind, welche Geräte mit Grillfunktion überzeugten und viele weitere Tipps zum Thema Mikrowelle gibt es unter test.de/mikrowellen.